Wir wollen alle mal ein gutes Leben und nicht arm sein. Doch das Leben meint jetzt nicht gut mit uns. Wir mussten alt werden und sterben. Was ist dran, was uns die Bibel erzählt von ewigem Leben und im Paradies von der ewigen Liebe und dem Jungsein? Ist das alles Scharlatanerie oder gibt es eine Weisheit dahinter? Gibt es Gelehrte dahinter, die ihr Wissen für sich behalten oder müssen wir alle umsterben? Wir gehen unseren Weg, dir keine Hindernisse aufstellen und glaub an deinen Erfolg. Du kannst leider nicht alleine gehen, du musst dir schon Kumpanen suchen. Aber irgendwann sind wir alt und müssen sterben, wie jeder einmal. Gibt es eine Kraft, die wir nicht sehen? Es kann sein, aber lass dich nicht verführen. Diese einen sagen, lass die Drogen von dir, aber ich sag, probier es ruhig mal aus. Sei vorsichtig und wenn ich Anerkennung erfahre, dann bin ich demütig und genieße den Erfolg. Aber das ist alles zweitrangig, wenn jemand um Hilfe schreit. Es gibt dunkle Mächte und es gibt helle Mächte. Welche Seite dich beeinflusst, das ist dir überlassen. Ob Devil oder Heaven, wie es ausgehen mag, das werden wir sehen. Ob Licht oder Schatten, ich liebe die Sonne und den Schatten. Ich liebe nicht den Krieg, sondern den Frieden. Wir wollen alle mal auf den Planeten des Friedens. Ob es ihn gibt, das wissen wir alle einmal. Die einen schauen Glotze oder mittlerweile das Internet. Was die Wahrheit ist, ich sage die Mitte. Du musst nicht mit der Zeit gehen, sondern lass mal alle Viere von dir. Was die Wahrheit ist, das weiß ich leider auch nicht. Ich möchte leben und das Hier und Jetzt genießen. Was ich aber weiß, schreib es auf. Wir haben es eingeredet, nimm die Pille, dann bist du gesund. Oder ausgeliefert. Ich nehme die Pille und fühle mich in der Mitte. Wahnsinn und Genie liegen eng beieinander.